Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie wir da rankommen sollen. Nee. Oh. Das ist interessant, dass das so geht. Ich meine, das wird uns auch nichts bringen, oder? Das ist zwar toll, dass wir hier die weggemacht. Ach so. Wer hätte damit rechnen können, dass es so funktioniert? Gut, wir haben es ja rausgefunden. Können wir uns das Molekül holen. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter, aber das wird keinen Sinn machen. Weil theoretisch genau die gleichen Glasscheiben haben wir ja auch oben. Quatsch, oben, also in der Oberwelt. Das muss man sagen. Von dem her, wir schauen mal. Aber es wird, glaube ich, irgendwas mit Wasser zu tun haben, was wir hier bekommen. Wir sind bereit, Doc. Wir haben dein Molekül schon dabei. Super, tritt auf die Transformationsplatte und drücke A, um den DNA-Tor zu starten. Wird gemacht. Hier ist im Wasser. Okay. Dann schauen wir mal, was wir werden. Piranha oder sowas? Ja, wir sind bereit. Hervorragend! Ein Transformation nach meinem Geschmack. Drücke L, A und LT, um mit dem Schwarm zu schwimmen. Drücke X, um anzugreifen. Wir sind jetzt ein... ein Fischschwarm. Wie gut ist das denn? Oh Gott! Das ist dezent übertrieben. Ach ja, wir können jetzt einfach durch Stacheln tauchen. Das ist richtig cool. Und voll die coole... Das ist voll die coole Verwandlung. Okay, es macht ein bisschen ein schlabberiges Geräusch, aber ansonsten ist es eine coole Sache. Dorthin können wir damit auf jeden Fall nicht hin, weil wir da an Land müssen. Aber hier können wir durch. Interessant, dass die Dornen uns jetzt einfach nichts tun. Ich hatte recht mit Piranha. Witzig. Okay, der Dämmerschacht. Okay, was haben wir hier jetzt Schönes? Ah ja. Ach, aber Knochen haben wir vorhin auch gesehen. Nein. Wir werden abgetrieben. Okay, da können wir jetzt durch. Was ist hier hinten? Auch nochmal Knochen. Okay, das war theoretisch falsch, aber wir haben es ja auch hier gefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir hier tun müssen. Oh Gott, es geht runter. Das sieht ziemlich fies aus. Oh nein. Okay, wir sind wenigstens relativ schnell unterwegs. Aber das ist richtig gemein. Wo ist es? Dort. Es müsste reichen. Huha, ganz knapp. Das ist die Kamera ein bisschen blöd. Runter, 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 runter. Ah, okay. Ziemlich fiese Sache. Okay. Skelette sind hier keine mehr. Ah, guck mal, jetzt können wir die auch angreifen. Bam. Oh Gott. Wir zerstören das Ding einfach. Sehr schön. Endlich können wir uns gescheit an den Dingern rächen. was haben wir hier Feines? Geht da die Luft wieder an? Nee, scheinbar nicht. Das heißt, einmal bloß durch. Au. Okay. Nicht so schlimm. Wir haben noch genügend Fische. Was auch immer dieser Nebel dann ist, das verstehe ich noch nicht ganz. Wir können sie auf jeden Fall erledigen, dass sie uns keinen Stress mehr bereiten. Das hört sich übrigens gerade noch gar nicht so gut an, was hier so läuft. Ach, ich muss die Viecher besiegen. Scheint wohl so, ansonsten geht wahrscheinlich das Gitter nicht auf. Nö, das Gitter geht auch so nicht auf. Ach so, weil wir hier nach oben sollen, deswegen. Was haben wir hier Schönes? Guten Tag, Freunde. Rollwagen am Boden, rettet mich. Hey, ihr, holt mal einen Bernhardiner, der lange die Luft anhalten kann. Okay. Wie ist das denn passiert? Ein Unterwassermüllsammler wie ich weiß, dass dieser Beruf gefährlich ist, aber die fallenden Knochenhaufen haben sogar mich überrascht. Jetzt bin ich erledigt. Keine Sorge, wir haben dich im Nu wieder aus diesen Knochen befreit. So ist es. Hier ist nichts. Die Dinger können wir ja eigentlich auch nichts. Deswegen sind hier so die Plattformen.
Oh Gott, wieso schwimmt der Fisch so hinterher jetzt? Da ein bisschen außerhalb. Zack. Oh, viel besser. Hier, dieses Papier, diesen Papiermüll habe ich vorher gefunden. Ein bisschen schmutzig, aber der Müll des, des einen heroischen Rollwagens ist der Schatz des anderen Abenteuers, sagt man doch. Cool, genau, das hatten wir gehofft. Sehr schön. Liegt aber irgendwie immer noch ein bisschen komisch da. Na, mal schauen, ob er sich wieder aufrappeln kann. Danke nochmal für den Page. Kommst du mit an Land? Die Knochen, sie haben meinen Geist für meine Räder gebrochen. So werde ich hier wohl den Rest meiner Tage verbringen. Aber sie beiden möchten mich vielleicht hier raustragen? Sorry, wir sprechen keinen Rollwagen. Gehen wir, Yuka. Der kommt schon irgendwie alleine hier raus. Ich meine, er ist so kurz vor dem Ausgang. Also wir könnten ihn raustragen. Nee, wir können ihn zumindest nicht auffressen. Gehen wir. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. Da unten waren aber auch noch Knochen. Okay, das haben wir bloß dafür da, um die Knochen aufzuwirbeln. Gut. Dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles erledigt. Die Spielmünze von Rextro fehlt zwar noch. Aber ich glaube, hier können wir ansonsten nichts mehr tun. Ah, wir können auch nicht an Land. Den einen Bereich haben wir fertig, beim anderen können wir nicht durch. Und den Bereich für die Fische haben wir jetzt auch. Okay. Ich denke, wie gesagt, dann sind wir hier durch. Jetzt ist nur die große Frage, wo war denn die Landeplattform? Dort hinten? Nee, dort hinten, nicht wahr? Ja, genau dort. Okay. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn ich die nie mehr gefunden hätte. Ich wollte mir bloß mal hier kurz umgucken, aber ich sehe auch hier jetzt nichts mehr, was wir holen könnten. Okay, bereits zurück, Transformation. Ja. Prima. Nein. Ich wollte nur nach oben tauchen. Jetzt. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Das war ganz cool, hier so ein bisschen da durchzugehen. Jetzt müssen wir wohl den Frogger-Part machen. Was anderes bleibt uns wohl nicht übrig. Und ich hoffe mal, dass wir dort hinten dann irgendwie auch die Spielmünze finden, weil die fehlt uns ja gerade noch. Okay, du gehst erstmal von diesem Pilz runter. Wieso treffe ich denn nie jetzt? Dankeschön. Irgendwo hier muss die Spielmünze noch sein. Ich weiß nur nicht genau wo. Ich meine, irgendwo hier müssen auch noch jede Menge Pages sein. Wir haben jetzt... Wie viel haben wir denn? Das ist eine verdammt gute Frage. Irgendwas um die 12 rum vielleicht? 17 sogar schon. Wow, 17 und 161. Das ging gut. Wir sind echt gut vorangekommen. Okay, da hat es einfach bloß kurz gelaggt. Ich hatte schon Panik, dass es irgendwie abgeschmiert wäre, aber es hat einfach bloß kurz gelaggt. Wieso auch immer. So ein Ruckler hat es ja noch nie drin. Guckt auch gerade, ob alles noch läuft, aber scheinbar schon. Okay. Ich mache einfach mal weiter. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie schlimm endet. Da ist ein Page in dem Käfig. Und hier ist ein Glasblock. Eine Feuerfrucht. Ah, müssen wir hier mit den Dings, mit der Temperatur spielen oder sowas? Okay, na also. Ja gut. Das kam ein bisschen spät, die Erfolgsmusik. Das Page ist schon lange gehabt. War jetzt kein schweres Rätsel, aber irgendwie ganz witzig. Kann man mal machen. So. Ach, der taucht hier einfach auf. Das ist ja interessant. Oh Gott. Gut, dass hier keine Krokodile sind. Können wir da einfach so rüber, weil ansonsten braucht das nicht unbedingt, ne? Nee, mit dem Strom können wir es definitiv nicht erreichen. Oh Gott. Gegen den Strom, ja. Toll. Das hat ja ziemlich viel gebracht. Mit dem Strom, ja. Gegen den Strom, leider nein. Oh Gott, die mittleren sind so verdammt schnell. Oh Gott. Wir brauchen ja bloß noch das hier. So, die sind langsam und kommen ziemlich häufig. Da kann man definitiv rüber. Da haben wir eine Lampe. Das sieht mir fast schon so aus, als sollten wir dorthin gehen. Also es lotst uns schon dorthin. Wie eine Motte, die ins Licht gelotst wird. Ach, hi, du, na?
Der ist irgendwie immer der einfachste. Ach stimmt, wir haben den Versteck. Den Versteck-Ghostwriter haben wir noch gar nicht gefunden. Den hört man ja aber. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen. Dort haben wir noch mehr. Ja, also es gibt definitiv noch viel zu finden, das ist so. Ich meine, 17 von 25 heißt ja jetzt auch nicht, dass wir fertig sind. Das heißt ja, dass es noch einiges zu tun gibt. Ich bin gespannt, was wir hier noch so alles finden werden. Vor allem, was hier auf der Insel sein wird. Erstmal ein paar Viecher. Ich versuche immer aggressiv reinzugehen und das dann zu machen, aber es geht meistens nicht gut. Vor allem, wenn sie mir dann keine Schmetterlinge geben. Ah, danke. Immerhin einer. Wir haben zwei Wege. Einer führt durch ein Dornlabyrinth, der andere führt hier eher so gemächlich rein. Ach, warte mal! Das ist die andere Seite hiervon, nicht wahr? Was ist denn das für ein Tor? Ist es die andere Seite hiervon? Waren wir hier? Ich denke, hier waren wir schon. Ach, guck mal, da geht's sogar rein. Das wusste ich jetzt irgendwie gar nicht. Das müsste aber hier sein, genau, wo wir das Pagey geholt haben. Okay, das ist ja interessant, dass es so verbindet. Hätte ich jetzt irgendwie auch nicht vermutet. Okay, ich meine, wir gehen nochmal hier rein, was auch immer das ist. Das ist, wir müssen das ja mal untersuchen. Ich höre auf jeden Fall mal ein Pagey. Pumpwerk, aha. Hi du, was gibt's? Okay, du willst uns nicht sagen, was es gibt. Was? Oh Gott, nein. Das ist ja fies. Das ist richtig cool, aber richtig fies. Okay. Und hoch. Und nach rechts. Das ist super cool. Ah. Ah, gar nicht mal so einfach. Okay. Ein bisschen nach unten. Nein, nicht so weit nach unten. Oh Gott, ich bin daneben gesprungen. Nein. Bisschen runter. Bisschen hoch. Ein ganz kleines bisschen. Na, also. Und jetzt gleich nach rechts. Okay, das war knapp. Ich würde mal sagen, ganz nach unten. Nach links, nach oben. Nach rechts, nach oben. Nach links und fertig. Puh. Fies. Richtig fies. Schön. Es war eine fiese Sache, aber irgendwo auch. Es war angenehm schwer. So muss man sagen. Es war nicht übertrieben schwer. Die Zeit hätte man nochmal gut kürzen können. Aber muss man ja nicht machen. Man muss es ja nicht übertrieben schwer machen. So. Schön, dass wir das gelöst haben. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist jetzt alles so, war zu interessant für das Pagey, aber viel mehr haben wir jetzt nicht bekommen. Ach, jetzt kommen wir hier in den abgesperrten Bereich. Nee. Du willst da scheinbar nicht runter. Wieso nicht? Es muss doch... Oh Gott. Irgendwas stimmt mit dieser Box nicht. Oh. Okay. Diese Box war doch irgendwie innen drin, ne? Das ist... Ich habe das Gefühl, das war gar nicht so geplant, dass die Box dort drin ist. Vielleicht wurde die später wieder rausgenommen. Keine Ahnung. Und wieso öffnest du jetzt einfach die Tür? Das war doch kein großes Problem, dorthin zu kommen. Ich bin mir gerade... Ah, ich habe den letzten Ghost Rider gehört. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, was ich hiervon halten soll. Ach so, wir hätten durch das Dornenlabyrinth sollen, um die Tür zu öffnen. Für eine Abkürzung. Scheint mir zumindest so. Das wird wahrscheinlich die nächste Abkürzung zum Anfang des Levels sein, oder? Yep. Dachte ich mir doch. Sehr schön. Ghostwriter ist wahrscheinlich dort hinten drin. Ich will hier erstmal reingucken. Okay, hier haben wir jetzt alles. Das war merkwürdig. Wieso? Aber wir mussten doch da ewig so rüber. Hä? Das ist komisch. Wo ist der Ghostwriter jetzt? Ich höre ihn doch hier irgendwo. Ah, da haben wir ihn. Perfekt. Und es gibt einen Pagey. Okay. Damit weiß ich ja auch mehr oder weniger, wo die ganzen Pageys in... Das ist echt voll komisch. Dass wir hier einfach... Wir können hier ja dann einfach runter. Weswegen also den Weg durchs Dornlabyrinth gehen. Aber bloß für den Ghostwriter. Scheinbar. Wieso sollen wir... Hä?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gerade irgendwas falsch machen, weil auch dort hoch, dann hochlecken, das ist irgendwie... Vielleicht einfach, um anzuzeigen, dass wir hier das benutzen sollen. Oh Gott. War aber auch gut, dass wir das genommen haben, weil ansonsten hätte ich mich dort hochgeschwungen. Wäre ziemlich hart getroffen worden. Okay. Das war ein relativ einfaches Pagey. Ist dort oben irgendwas? Dort oben ist was. Das wird die Spülmünze sein, oder? Anders kann ich mir fast nicht vorstellen. Da muss, soll man dort hoch? Ja, das ist die Spülmünze. Wir waren gar nicht so auf dem falschen Weg damals, dort hoch zu gehen. Wir haben es nur nicht ganz zu Ende gedacht. Krass. Hier muss man jetzt fast schon ein bisschen abseits gehen, um alle Sachen zu kommen. Das ist schon richtig gemein. Okay. Nee, du bist... Was bist du denn? Wow, Lely. Schau dir diesen geheimnisvollen Piratenschatz an. Ich frage mich, ob es in der anderen Großwälzern mehr zu finden gibt. Piratenschatz? Das war nicht das, was ich haben wollte. Ein Piratenschatz, okay. Das ist aber nicht die Spielmünze. Wo genau ist dann die Spielmünze? Könnte natürlich sein, dass die im in dem Bereich ist, wo wir vorhin noch nicht rein konnten. Ansonsten wäre es auch schwierig, die auszumachen. Ich habe eh so gerade das Gefühl, dass wir hier nicht mehr arg viel tun können. Aber fehlen uns da nicht noch einige Pages? Ich meine, wir können ja mal kurz nachgucken, wie viele uns genau noch fehlen. Vorhin waren es noch 17. Also 17, die wir hatten. Ah, okay, uns fehlen bloß noch 4. Und 2 durch Rextro. Und wieso haben wir ihn nicht? Ach, das ist Glitzo. Ach, okay, jetzt. Trotzdem noch 4. Sehr gut. Okay, trotzdem noch 4, aber 2 durch Rextro. Einmal geschafft und einmal Highscore. Dann unten das noch. Also das, wo wir gerade noch nicht durch können, sind 3 und dann fehlt bloß noch irgendwo 1. Wenn wir Glück haben, sind dort unten 2. Dann hätten wir halt nichts verpasst. Das ist ja super interessant. Oh Gott. Ich bin mir jetzt selber gerade nicht ganz sicher, ob wir hier noch irgendwas zu tun haben. Ich meine, wie gesagt, vielleicht können wir die Spielmünze echt noch nicht finden. Kann man schwer sagen. Oh Gott. Kann ich jetzt wirklich schwer sagen, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, wir haben alle Wege abgesucht. Und auch überall. Ich meine, wir haben sogar einen mysteriösen Piratenschatz gefunden. Das heißt für mich, dass wir schon ziemlich gründlich waren. Oder bloß viel Glück hatten. Man meistens auf solchen hohen Punkten hat man einen schönen Ausblick und findet dann meistens auch irgendwas. Aber ich glaube, dass das so der einzige Ausblick war, den wir da... Oh Gott, nein, 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 nein. Ah, okay. Knapp. Ja, dann war das vielleicht so nicht gewollt. Bekommen wir echt noch eine Fliegenfähigkeit oder so? Ich habe ja manchmal echt das Gefühl. Das war interessant. Sehen wir von hier aus noch irgendwas, was wir hier holen können? Das ist ein Licht. Das hier war das Rätsel mit der Zeit. Ja, genau. Hier oben irgendwo. Hm. Dort ist auch nichts weiter. Nee. Ich frage mich, ob ich irgendwie noch auf die Röhren bei dem Haus kann. Das sah irgendwie so danach aus. Dort oben sehe ich jetzt aber auch gerade nichts. Ich weiß nicht, ob es dann bloß nicht angezeigt worden wäre. Ich glaube, dort oben wirklich nichts ist. Oh Gott. Komm mal da drauf auf die Grafik. Danke. Jetzt sollte es angezeigt werden und hier ist nichts. In die Fenster oder so geht es irgendwie auch nicht rein. Nee. Ich vermute mal, dass das alles war. Ich meine, wir haben auch bloß noch... Oh Gott. Wir haben auch bloß noch, relativ wenig hier. Also, ich glaube, das sind noch 9 Quills oder so, ne? Ja, 9 Quills, die Spielmünze und 4 Pages. Also noch 2 Pages, theoretisch, die wir irgendwie finden müssen. Ansonsten haben wir hier auch schon alles. Ich glaube, das war's mit der Welt. Alles andere werden wir bestimmt dort unten finden. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Es wäre ansonsten auch sehr wenig, was wir bloß noch zusätzlich finden könnten. Das ist halt das Nächste. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo ich noch suchen sollte. Wir haben auch bloß einen begrenzten Platz hier bei Dings. Mit den Piranhas. Hier war die Spülmünze nicht. Ich will halt jetzt nichts verpassen und frühzeitig rausgehen. Aber eigentlich ist es kein Fehler, frühzeitig rauszugehen. Das muss man sich bei dem Spiel wirklich vor Augen halten. Dass es eigentlich nicht falsch ist, mal früher zu sagen, okay, gut, gehen wir einfach aus der Welt raus. Ich kann hier noch nicht alles holen. Weil man kann hier sowieso noch nicht alles holen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo was verpasst habe, dann werde ich das dann feststellen, sobald ich durch die Scheibe komme. Das ist halt das. Und das, ich finde es eine interessante Idee. Ich denke, viele Leute gefällt es nicht unbedingt. Ich finde es aber eigentlich eine ganz gute Idee, das so zu machen. Dass man einem halt einfach die Freiheit lässt, okay, geht man jetzt, geht man nicht. Und man muss eh später wiederkommen. Dadurch ist es nicht so wild. Na, vielleicht kann ich, wenn ich den perfekten Winkel finde. Nee, okay. Wir lassen das mal lieber. Und dann würde ich sagen, gehe ich, glaube ich, aber zu Fuß raus. Das ging jetzt aber irgendwie verdammt schnell, muss ich sagen. Ich dachte nicht, dass wir da jetzt so schnell durchkommen mit der Welt. Weil wir hatten am Anfang ja... Ja, doch, wir hatten schon viel gefunden. Kann man jetzt... Au. Toll. Kann man jetzt so eigentlich nicht sagen, dass wir da wenig gefunden hatten am Anfang. Das waren ja auch schon 7 Pages oder so. Und dann haben wir hier halt noch jede Menge gefunden. War eine schöne Welt. Definitiv hat mir sehr gefallen. Ist hier noch irgendwas? Nee, gab es noch irgendwo irgendwas anderes, wo wir noch nicht reinkamen? Ich glaube aber auch nicht. Ich wüsste zumindest gerade nichts. Na gut. Dort oben waren wir überall. Den Kollegen haben wir fertig. Das haben wir fertig. Ja, es sieht leider ganz gut aus. Das ist es. Und ich glaube, dort hinten haben wir alles bekommen. Wie gesagt, ich gehe nochmal zu Fuß nach draußen. Da kann man sich immer dann einen schönen Überblick verschaffen, wo es eventuell noch was zu holen gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier schon relativ gründlich waren. So, diesmal können wir auch den Weg gehen. Der scheint ja da ein bisschen angenehmer zu sein. Dafür braucht man halt Trouser theoretisch nicht. Wobei ich es nicht verstehen würde, dass man... Gut, ich meine, dass man hier vielleicht noch die Quills holen kann für seine Tricks hier. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Man kann es ja auch so machen, dass man eine Welt betritt und gar nicht die Quills hat für Trousers-Tricks. Das ist ja auch das. Das ist ja auch das Schöne an dem Spiel. Du musst die Quills nicht mitbringen aus einem anderen Level. Du kannst sie auch aus diesem Level hier holen. Irgendwann wird es schwierig, ist ganz klar. Wenn du also nie irgendwie Quills sammelst, dann hast du natürlich irgendwann auch keine Energie mehr, sage ich mal. Oder kein Geld mehr, mit dem du die Tricks halt kaufen kannst. Aber dann bist du auch selber schuld. Ich denke, dass wirklich alles so gemacht ist, dass man ganz locker alles erreicht. So, da ist das Trauerlabyrinth. Ich hoffe ja immer noch, dass ich dort nichts verpasst habe. Das wäre arg schade. Und damit sind wir wohl durch. Schön. Wie gesagt, sehr, sehr tolles Level. Bisher mein Lieblingslevel, definitiv. War großartig gemacht. Schöne Atmosphäre, gute Musik. Und damit gehen wir mit nach draußen. Was man auch sagen muss, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie das ganze Spiel ein bisschen anders aufgebaut haben. Zwar immer noch mit witzigen Sprüchen und sowas, also immer noch nach Rare Art, aber nicht mehr so, ich sag mal, nicht mehr so kunterbunt wie die alten Spiele, sondern ein bisschen ernster. Und das merkt man vor allem in der Musik. Die Musik ist sehr viel ernster als die in Banjo-Kazooie oder Donkey Kong 64 oder sowas. Und es ist nicht schlecht, man merkt bloß, dass es eine Veränderung ist. Mit der Veränderung muss man halt leben. Wenn man Banjo-Kazooie will, dann ist das natürlich nicht das, was man erwartet, ist klar. Aber es ist dafür nicht schlecht. Und es ist eigentlich das Traurige an der Sache, dass viele Leute einfach den Stil vielleicht von dem Spiel nicht mögen und deswegen sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Was es überhaupt nicht ist. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist halt bloß nicht so, wie die Leute es wollten. Vielleicht. Oder, es, keine Ahnung, es hat andere Fehler, die Leute aber so nicht haben wollten. Das ist aber meistens das größte Problem. Dass es nicht so ist, wie Leute es wollen, sondern halt anders. Aber dafür nicht schlecht. Na gut, gehen wir wieder zurück und schauen uns mal um, was wir da jetzt so machen können.